Nun aber zu den eigentlichen Problemen. Moin, heute neue Folge meines sensationellen Podcasts und ich habe einen besonderen Gast heute bei mir, nämlich Stefan Liebig, der nicht nur ein guter Genosse ist, sondern auch wirklich ein ganz enger Freund von mir ist. Er hat mehrfach hier ein Direktmandat in Berlin-Pankow, Prenzlauer Berg für den Bundestag gewonnen und hat dann freiwillig entschieden, aus diesem hohen, interessanten Haus auszuscheiden. Und tritt jetzt in der kommenden Woche deinen neuen Job an. Er ist nämlich der neue Leiter des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York. Deswegen könnt ihr euch denken, darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Freue mich, dass du da bist, alter Kampfgefährte. Und vielleicht erstmal für die Leute, die politischen Stiftungen kennen sich die Leute jetzt nicht so mit aus. Sag doch mal, du hattest gerade deine Einarbeitungszeit bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich glaube, gefühlte 10 Jahre dauert sowas. War nur 6 Monate. Dass du vielleicht noch mal sagst, irgendwie, was genau ist eigentlich die Aufgabe der Auslandsbüros der politischen Stiftung im Allgemeinen? Und vielleicht dann noch mal, was ist das Besondere eigentlich an dem Stiftungsbüro einer linken sozialistischen Stiftung in den USA? Also die Grundidee ist, dass wir in Deutschland Außenpolitik ein bisschen anders machen als andere Länder auf der Welt, nämlich dass wir jeweils nach den großen politischen Grundströmungen auch im Ausland tätig sind. Also wir haben natürlich wie jedes Land Botschaften, und es gibt ein Kulturinstitut, es ist das Goethe-Institut, und es gibt noch Wirtschaftsvertreter, aber was andere Länder nicht haben ist, dass man je nach der Stärke einer Partei im Deutschen Bundestag Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, um auch im Ausland tätig zu sein. Und dort arbeiten wir dann mit der politischen Grundströmung zusammen. Für uns als demokratische Sozialistinnen und Sozialisten sind das natürlich Linke. Und wir vermitteln aus unserer Perspektive zurück, was in dem Land eigentlich los ist. Also wenn du hier im Auswärtigen Ausschuss säßest und die Außenministerin würde dir erzählen, was sie über die USA denkt, dann ist das der Blick, der von den Beamten aus der Botschaft kommt. Und das ist gut und das ist wichtig. Aber natürlich haben wir als Linke eine andere Sicht. Also wenn wir über New York reden, da sind wir für die USA zuständig, für Kanada zuständig und für die Vereinten Nationen. Und über die erfolgreichen Arbeitskämpfe der Automobilarbeiterinnen und Automobilarbeiter wird euch Annalena Baerbock nicht so viel erzählen, weil das nicht das Top-Thema in der Botschaft ist. Aber unseres schon. Und sie das wahrscheinlich gar nicht kennt. Ich möchte jetzt nicht drüber urteilen. Wir kennen es auf jeden Fall. Wir arbeiten eng zusammen mit der Gewerkschaft UAW und mit Linken dort vor Ort. Und das sind Dinge, die können wir von links vermitteln. Und das machen wir dort mit unserem kleinen Team, wie gesagt, für die USA, für Kanada. Und ein ganz wichtiger Teil ist auch die Arbeit mit und in den Vereinten Nationen. Was denkst du denn, also um da gleich anzuknüpfen, wer sind denn so deine Hauptgesprächspartner jetzt? Also für dich als neuer Büroleiter oder für uns auch als Rosa-Luxemburg-Stiftung? Weil es hat sich ja in den letzten Jahren richtig was getan, auch in der US-amerikanischen Linken. Also Bernie Sanders war ja gerade auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu Gast. Du hast die Veranstaltung ja moderiert. Mhm. Es gibt AOC und viele andere mittlerweile bekannte Linke. Und vor allem, das habe ich jetzt nochmal nachgelesen, gibt es so viele Arbeitskämpfe wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr in den USA, die vor allem sogar erfolgreich sind. Richtig. Deswegen, vielleicht kannst du noch mal so kurz sagen, was sind da eigentlich deine Hauptaufgaben? Was willst du für Schwerpunkte da jetzt setzen? Weil das ist ja dieses Jahr nur wirklich ein spannendes und entscheidendes Jahr, nicht nur für die Vereinigten Staaten. Also jeder weiß wahrscheinlich, dass es in den USA, wie leider in vielen Ländern auf der Erde, auch in Deutschland einen Rechtstrend gibt. Das ist furchtbar, Donald Trump, diese ganzen Rechtsextremen und Faschisten, die sich dort rumtreiben. Was nicht so viele wissen, ist, dass es gleichzeitig auch einen Rutsch nach links gab. Die Demokraten waren ja früher eher so eine Art weichgespülte, zentristische SPD-CDU-Mischung. Genau. Und die haben jetzt einen richtig starken linken Flügel. Du hast einige Namen genannt. Das ging ungefähr vor 10 Jahren los mit Occupy Wall Street. Und eine wichtige Gruppierung, die dort mitwirkt, sind die Democratic Socialists of America. Das ist eine sehr alte Partei, eine linke Gruppierung, die sich aber im Zuge von Bernie Sanders zwei Präsidentschaftswahlkämpfen 2016 und 2020 stark verändert haben. Die haben ihre Mitgliederzahl verzehnfacht, das sind 100.000 Mitglieder. Die sind in allen Bundesstaaten aktiv, die haben Abgeordnete auf allen Ebenen bis hin zum US-Kongress. Und das sind Leute, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Natürlich gewählte Linke im Staat New York, wo ja auch unser Büro ist, gibt es eine linke Mehrheit im Senat, im New Yorker Senat und in der New Yorker Stadtversammlung und auch im City Council. Aber wie immer, es gibt Kämpfe gegen zentristische Demokraten, gegen rechte Republikaner. Aber auch auf dieser parlamentarischen Ebene möchte ich was machen. Es gibt ein Projekt, das heißt Socialists in Office.
Das kommt mir natürlich sehr entgegen, weil wie du weißt, wir haben ja hier in unserer schönen Partei Die Linke uns auch herzhaft darüber gestritten, ob man eigentlich als Linker im Kapitalismus mitgestalten, mitregieren soll und wie weit man da Kompromisse machen soll. Genau die gleichen Kämpfe gibt es dort auch und da möchte ich gerne mit einer befreundeten Organisation ein bisschen mithelfen, unsere Erfahrungen einbringen. Überhaupt ist unser Büro dafür da, dass wir Dinge, die hier gut laufen, die gibt es ja auch, es läuft ja nicht alles schlecht hier, dass wir die rüberbringen. Also zum Beispiel die Berliner Kämpfe für einen bezahlbaren Mietenmarkt, ne? Den Volksentscheid, den es hier gegeben hat. Das sind alles Erfahrungen, die dort auch für deren Kämpfe helfen, weil explodierende Mieten gibt es dort auch aus den gleichen Gründen. Na gut, da reicht mal angeknüpft. Wir haben ja jetzt das entscheidende Wahljahr. Trump ist irgendwie auf der Überholspur, zumindest das, was man hier so lesen kann. Da interessiert mich auch gleich nochmal deine Einschätzung. Aber vielleicht gucken wir nochmal zurück. Das war ja damals für, auch damals für mich, sage ich ganz offen, unvorstellbar, dass Trump die Wahl gewinnt. Ja. Und interessant ist ja gewesen, warum hat er die eigentlich gewonnen? So, und da gibt es ja sehr viele auch innerlinke oder linksliberale Diskussionen darüber. Aber ein Punkt ist ja schon, dass er damals, also die zentralen Staaten, die eigentlich immer die Demokraten hatten, also Pennsylvania ist, glaube ich, so das berühmteste, dass die an die Republikaner, an Trump gegangen sind. Was logischerweise auf der einen Seite was mit dem Versagen der Demokraten zu tun hat, sonst hätten sie ja nicht verloren. Ja. Aber auf der anderen Seite natürlich auch viele ökonomische Ursachen hat, die jetzt ja zeitversetzt hier in Deutschland in etwa genau so sind. Und da interessiert mich nochmal dein Rückblick darauf, wie ist das eigentlich zustande gekommen, weil ich glaube, das ist vielen völlig unklar, als viele glauben mir, das ist einfach so vom Himmel gefallen, sondern weil da irgendwelche Leute von der NRA und so durch die Gegend rennen und sagen, also, wir wählen jetzt mal Trump oder so, sondern es hat ja Ursachen. Da würde mich nochmal deine Einschätzung zunächst interessieren und vor allem dann auch mit Blick auf die kommenden Wahlen, was hat eigentlich Joe Biden daraus und die Demokraten für Schlussfolgerungen gezogen worden, die ja offensichtlich nicht so erfolgreich sind, dass Trump klar zu verhindern wäre? Erstmal will ich sagen, es ist alles offen. So, manchmal hat man den Eindruck, dass sich die deutschen Journalistinnen und Journalisten noch so ein bisschen in so einer Katastrophenberichterstattung suhlen. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren wurde ein bisschen zu wenig über die Entwicklung in den USA berichtet und jetzt, je näher die Wahl rückt, desto mehr bekommt man diese Texte. Es wird alles ganz furchtbar, er gewinnt auf jeden Fall. Genau. Es kann leider tatsächlich passieren, das ist schlimm, aber es ist alles andere als sicher. Also in den USA entwickelt sich ganz vieles erst in den Monaten und Wochen vor der Wahl und das Rennen ist offen. Zu deiner Frage, da waren zwei Entwicklungen maßgeblich. Auf der einen Seite, auf der rechten Seite der politischen Landschaft, eigentlich mit Ronald Reagan beginnend, fand eine Radikalisierung der Republikaner statt, die man sich so in diesem Maße nicht hätte vorstellen können. Mittlerweile ist das ja eine Truppe, die ist rechtsradikal, ein rechtsradikaler Trump-Fanblock. Das ist eigentlich gar keine richtige Partei mehr. Und das ist aber ein langer Prozess, der lange vorbereitet wurde. Und diese Übernahme von rechts, das Setzen von sogenannten Kulturkampfthemen, da kümmert man sich um den einen Transmann, der in einer Mannschaft irgendwo Sport treibt und tut so, als sei das größte Problem in den Vereinigten Staaten von Amerika, um abzulenken von den wirklichen ökonomischen Kämpfen. Genau. Und gleichzeitig die Ideologie der Schwächung des Staates, also auch damit hat ja Ronald Reagan begonnen, der zusammen sagte, zusammen mit Margaret Thatcher damals, genau, das war ja eine Neoliberalismus, genau, dass man sagt, wir brauchen den Staat nicht mehr, der Staat ist eigentlich das Problem, wir müssen Steuern senken. Keine Gewerkschaften. Furchtbar. So, und das Ganze, und da waren dann leider, das ist der andere Strang, die Demokraten mit Schuld, in dem Zeitalter des Neoliberalismus gab es ja die Theorie, dass man nicht nur den Staat schwächt, sondern dass man über sogenannte Freihandelsabkommen Regulierungen abschafft. Und das führte zu einem massiven Export von Arbeitskräften, guten Industriearbeitsplätzen aus den Vereinigten Staaten nach Mexiko, nach China, nach sonst wo. So, und diese massive Deindustrialisierungswelle, diese massive Verarmungswelle, die aus meiner Sicht vor allem die Demokraten zu verantworten haben. Wir hatten ja das Gleiche hier mit Gerhard Schröder. Genau, richtig. Diese Entwicklung hat furchtbare Konsequenzen. Das ging einher mit einer durchaus sinnvollen Entwicklung, dass man sich mehr um Frauenrechte kümmert, dass man das Thema Antirassismus stärker auf die Tagesordnung setzt, was alles gut ist und richtig. Aber diese Gleichzeitigkeit von beiden Entwicklungen hat dazu geführt, dass sich große Gruppen der klassischen weißen, vor allem männlichen Arbeiter abgehängt gefühlt haben und nicht mehr vertreten gefühlt haben von den Demokraten.
Ja, das ist ja sozusagen, wenn ich unterbrechen darf, den Begriff, den Nancy Fraser auf den Begriff progressiver Neoliberalismus mit Blick auf Hillary Clinton, die ja damals gegen Trump verloren hat. Ich glaube, sie hat das so sinngemäß übersetzt, dass Hillary Clinton die Sprache von aufgeklärten Linken, wogegen man erstmal gar nicht sagen kann, spricht, aber gleichzeitig die politische Agenda von Goldman Sachs verfolgt. So, teilst du diese Einschätzung? Ja, weil die Kernkämpfe, finde ich, also ich mache hier nicht mit Haupt- und Nebenwiderspruch. Ich finde beides wichtig. Aber wenn man vergisst, was die ökonomischen Grundlagen einer Gesellschaft sind und wenn man als eine Partei, die tendenziell eher auf der Seite der Arbeiterinnen und Arbeiter stehen sollte, wenn man zurückschaut, Franklin D. Roosevelt, der hat sich auseinandergesetzt mit den Bossen. Genau. Er hat gesagt, ich schätze es, wenn ihr mich hasst. So, ne? Das waren noch Kämpfe. Davon war nichts mehr übrig. Und wie gesagt, dreimal dick unterstrichen, so richtig diese anderen Kämpfe sind, wenn man die ökonomischen Grundlagen nicht mehr bearbeitet, dann wenden sich die Leute ab. Mhm. Und das ist massiv passiert. Und auch deshalb hat Hillary Clinton verloren. So, nun fragst du, was hat Biden aus diesen Erfahrungen gemacht? Und da ist was wirklich Erstaunliches passiert. Joe Biden ist ja schon ewig in der Politik aktiv. Der ist als Senator eingestiegen, als ich zur Welt gekommen bin, vor über 50 Jahren. So lange ist er schon da. Das sieht man ihm auch an. Ja, der ist Vizepräsident gewesen, der ist Senator gewesen und er ist in der ganzen Zeit jetzt nun wirklich nicht als Linker aufgefallen. Richtig. Aber es gab einen politischen Prozess und dann einen Prozess, den wir alle kennen, nämlich die Pandemie, die ihn geändert haben. Der politische Prozess war 2016, haben ja die Demokraten mit unlauteren Mitteln Bernie Sanders an der Präsidentschaftskandidatur gehindert. 2020, als Bernie es wieder versucht hat und wirklich einen guten Start hatte, konnte er nur dadurch besiegt werden, allerdings diesmal mit legitimen Mitteln, dass alle anderen Kandidaten zugunsten von Joe Biden zurückgezogen haben. Aber Joe Biden war klüger als Hillary Clinton damals. Er hat gesagt, wenn wir gewinnen wollen gegen diesen furchtbaren Trump, dann brauchen wir alle. Dann brauchen wir auch den linken Flügel. Und deshalb setze ich mich mit dir, Bernie Sanders, zusammen und wir verabreden ein gemeinsames Programm. Und das hat er auf der von dir erwähnten Veranstaltung auch nochmal erzählt. Das steht auch in seinem Buch. Er hat gesagt, wenn das, was wir als Programm verabredet haben, umgesetzt worden wäre, dann wäre Joe Biden als einer der fortschrittlichsten Präsidenten seit Franklin D. Roosevelt in die Geschichte eingegangen. Kam leider nicht so, aber das war erstmal ein Riesenschritt für Joe Biden. Und es kam hinzu, dass er selber in der Pandemie gemerkt hat, die Rolle des Staates, das haben ja viele gemerkt, ne? Ohne den Staat funktioniert ja nichts. Ohne den Staat können der Markt regelt einen Scheiß. Ja, genau. Wir können ohne den Staat nicht die Pandemie besiegen und wir können vor allen Dingen nicht mit den wirtschaftlichen Konsequenzen umgehen. Und das hat er kapiert und ist dann ehrlichen Herzens mit einer Absage an den Neoliberalismus eingestiegen, die ich hier im Deutschen Bundestag mal gerne gehört hatte. Weil er hat gesagt, Trickle-Down-Economy has never worked. Diese neoliberale Ideologie, dass wenn man oben die Reichen entlastet und dann tropft das Geld irgendwie durch und der Arme hat auch was davon, sagt er, das hat nie funktioniert. Und er hätte ja sagen können, neue Zeiten brauchen neue Antworten, ich gehe jetzt eine neue Strategie. Nein, er hat gesagt, das war immer falsch. So, und das ist ein Riesenschritt. Das würde man sich von dieser Bundesregierung ja mal wünschen. Ja. Also nicht nur, dass sie es aussprechen, sondern dass sie es ändern, weil das ist ja eine der wenigen Regierungen, die das doch nach wie vor letztendlich voll hart durchziehen. Diese Schuldenbremse versteht in den USA kein Mensch. Also dort in keinem Land, glaube ich, gibt es so einen Schwachsinn. Die USA investieren richtig, auch auf Pump, aber die investieren richtig in Infrastruktur und Wirtschaft und lachen sich kaputt über das, was hier in Deutschland passiert. Aber würdest du denn, um da einzuhaken, würdest du denn sagen, dass sozusagen, das sind ja Milliarden-Dollar-Investitionspakete, die in den USA, da wird ja richtig Geld in die Hand genommen. Glaubst du denn, dass das auch bei Biden und der Biden-Administration sozusagen auch wirklich auch die Conclusio in der Analyse des Aufstiegs der Rechten und von Trump gewesen ist, zu sagen, wir müssen so sehr in die staatliche Infrastruktur, also nimm mal Amtrak, ich habe letztens eine Doku drüber gesehen, das ist die Eisenbahn, dass dort wieder Bahnhöfe eröffnet werden, die Gleise auf Vordermann gebracht werden, da könnte sich hier mal diese Vögel von der Deutschen Bahn das mal angucken, wie man das macht. Glaubst du denn, dass das auch eine bewusste Entscheidung ist, sozusagen die vor dem Abstieg in Panik geratene Mittelschicht, die ja früher immer demokratisch gewählt haben, also die klassische Working Class im Rust Belt, die in den Autofabriken etc. gearbeitet haben, dass er sagt, wir müssen denen diese Angst nehmen in ökonomischer Sicht. Ne, deswegen diese Milliardeninvestitionen, damit sie nicht weiter den Rechten auf den Leim gehen. Glaubst du, dass das auch eine direkte Folge sozusagen aus dem Aufstieg von Trump gewesen ist, die Demokraten dann so reflektiert haben? Also jenseits einer rein ökonomischen Frage, dass staatliche Investitionen natürlich sinnvoll sind. Ja, das wäre schön.
Leider kann man das in Gänze nicht mit Ja beantworten. Ich glaube, bei Joe Biden ist das der Fall. Und auch bei großen Teilen des Teams, das jetzt regiert, die sehen das so. Also die haben verstanden, dass der Kampf gegen den Autoritarismus, und das gilt nicht nur im eigenen Land, sondern auch global, wenn du gegen nicht demokratische Systeme im globalen Wettbewerb gewinnen willst, dann muss dein System den Menschen, die in diesem System leben, ja zeigen, dass es besser ist. Ich komme ja aus der DDR und viele Menschen sind aus der DDR in die Bundesrepublik gegangen, natürlich auch wegen der Freiheit, aber auch, weil es dort ein Wohlstandsversprechen gab und in Zeiten des Neoliberalismus. Was ja sogar real war. Ja, ja. Ne? Also mein Kind wird es einmal besser gehen, das war ja schon Jahrzehnte natürlich der Common Sense und real in der Bundesrepublik. Richtig, und das wurde aufgekündigt im Neoliberalismus. Genau. Seitdem gab es dieses Versprechen nicht mehr, dass es den Kindern mal besser geht. Und es ist ja auch nicht so, die Leute können sich nicht mehr... Es geht den Leuten schlechter. Die können kein Haus sich mehr kaufen. Richtig. Und... das hat, glaube ich, Biden verstanden, wenn sie mit großen nicht-demokratischen Staaten, in denen ist dieses Wohlstandsversprechen, wenn du keine Widerworte gegenüber der Regierung gibst oder nicht der falschen Volksgruppe angehörst, dann kannst du da einen Aufschwung erleben in einem nicht-demokratischen Land. Und die haben verstanden, wir müssen in diesen Wettbewerb eintreten. Leider nicht alle. Ich habe schon gesagt, die Demokraten sind eine riesige Koalition, die bei uns bis weit in die CDU hineinreichen würde. Und das ist eben auch die schlechte Nachricht. Weil die Mehrheit so knapp war beim letzten Mal, gab es im US-Senat, du brauchtest alle deine demokratischen Senatoren, um Gesetze durchzubringen. Und es gab zwei Personen, Joe Manchin und Kirsten Sinema, die von Anfang an gesagt haben, wir sind auf einem anderen Dampfer. Wir machen hier nicht mit. Und das ganze schöne Programm von Build Back Better, was Bernie Sanders und Joe Biden ausgehandelt haben, mit vielen sozialpolitischen Forderungen, die echt großartig gewesen wären, ist torpediert worden nach Strich und Faden. So, am Schluss ist zwar der auch noch sehr gute für US-Verhältnisse Inflation Reduction Act beschlossen worden. Und da stehen viele tolle Sachen drin. Und aus Europa wird immer kritisiert, dass da ganz viel Buy American und American First ist. Aber das ist genau die Denke. Dass die Aufträge an US-amerikanische Unternehmen gehen müssen. Richtig. Ja. Das ist genau das Denken, was du beschrieben hast. Joe Biden sagt halt, ich möchte, dass die Menschen in meinem Land hier merken, wir kriegen jetzt gute Arbeitsplätze und bessere Bezahlung. Der knüpft auch Förderprogramme an gewerkschaftliche Organisierung und Kinderbetreuung und so weiter. So, insofern, ich kann das mit diesem Buy American aus amerikanischer Sicht nachvollziehen. Er ist ja nicht der Präsident der EU, sondern der Vereinigten Staaten. Und da muss die EU halt Entsprechendes hier machen, auch so eine Programme. Aber dagegen wurde gekämpft und es wurde leider nach viel Streit nur in einer sehr abgespeckten Form durchgebracht. Und deswegen machen die Demokraten und auch die linke Seite der Gesellschaft damit kaum Wahlkampf. Viele wissen auch gar nicht, dass das existiert. Die sehen zwar jetzt, ja, da werden jetzt Brücken repariert und man macht einen Bahnhof auf, aber dieser Schluss, dass das Ergebnis eines politischen Kampfs war und eine bewusste politische Entscheidung, ist nicht gezogen worden und deshalb ist dieser Wahlkampf dominiert und deswegen ist es leider offen. Man wundert sich ja, dass ein mehrfach angeklagter Rassist und Sexist überhaupt eine Chance hat in diesem Wahlkampf. Es ist leider so, dass Joe Biden nicht gut dasteht. Es ist das Alter, da muss man nicht drum rumreden. Und das sage ich auch, man muss mit 81 nicht mehr als Präsident kandidieren. Ja. Und die ganze politische Linie, ganz ehrlich, das hängt nicht an der Person Joe Biden. Das hätten die Demokraten anders anpacken können. Nur ist Trump auch nicht viel jünger und darüber hinaus ein Rassist und ein Sexist und droht den Faschismus dort einzuführen. Aber es gibt weitere Punkte, die Joe Biden gerade schaden. Also das eine ist eben, sie können nicht mit ihren Erfolgen punkten. Und das andere, und das ist gerade ganz aktuell, ist die Außenpolitik. Also eigentlich interessieren sich die Amerikaner nicht so doll für Außenpolitik. Es gab eine große Solidaritätswelle nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auch die riesigen Militärhilfen dort sind weitestgehend von den Leuten mitgetragen worden. Gab hier und da mal Kritik, aber jetzt keine großen Widerstände. Übrigens auch auf der Linken im US-Kongress. Wir haben allem zugestimmt und haben dort nirgends Nein gesagt. Aber jetzt der Gaza-Krieg, das schlägt richtig rein. Vielleicht auch noch mal zur Erklärung. In den USA leben mehr Jüdinnen und Juden als in Israel. Und logischerweise interessiert sich dieses Land dafür, was in Israel passiert. Das ist auch verständlich. Und es gibt auch große, machtvolle Organisationen, die vorgeben, sich für die Interessen Israels einzusetzen, aber im Kern eher verhindern wollen, dass es eine Linksentwicklung in der politischen Landschaft gibt. Also eine große Organisation namens APEC,
setzt Millionensummen ein, um linke Abgeordnete von der Wiederwahl abzuhalten und die schrecken selbst nicht zurück, jüdische Kandidaten anzugreifen. Ja. Also man merkt, es geht mehr um eine politische Agenda als um Israel. Und es gibt jetzt eine ganz breite Solidaritätsbewegung für die palästinensische Sache. Und auch da, das muss man auch, glaube ich, nach Deutschland übersetzen, weil wir hier verständlicherweise und logischerweise mit Blick auf unsere eigene Geschichte einen anderen Diskurs haben. Für viele linke Amerikanerinnen und Amerikaner, die schauen sich das durch die Brille der Gründung ihres eigenen Landes an. Also die USA sind entstanden, indem Einwandererinnen und Einwanderer die Menschen, die dort vorher gelebt haben, vertrieben und umgebracht haben. So, nun ist das nicht das Gleiche wie in Israel, aber Menschen sind, wie Menschen sind. Und das ist das, was sie dort wiedererkennen. Ebenso White Supremacy, also die rechte Sicht von der Überlegenheit der Weißen gegenüber den Schwarzen in einem Land, wo es sehr lange eine furchtbare Form der Sklaverei gegeben hat. Auch das wird so ein bisschen übertragen auf diesen Konflikt. Und das schadet beiden gerade richtig doll. Also es gibt ja, zumal es ja auch eine große Community von arabischstämmigen US-Amerikanern gibt, die logischerweise beispielsweise, könnte Biden sich ja aktiv für einen Waffenstillstand einsetzen. Ja. Könnte ja tun, tut er ja nicht. Ja. So, und deswegen wäre da noch mal eine Frage, wie groß würdest du denn diese Gruppen eigentlich so einschätzen? Mhm. Weil das kriegst du auch hier mit, dass das Biden auch mittlerweile richtig Probleme bereitet, was auch die Mobilisierung sozusagen seiner eigenen Anhängerschaft angeht. Zahlenmäßig sind die jetzt gar nicht so groß. Das Problem ist, dass die Wahlen dort nach einem anderen System als bei uns entschieden werden, nämlich von Staat zu Staat. Mhm. In jedem Staat werden Wahlmänner und Wahlfrauen gewählt. Und wenn du in einem Staat eine knappe Mehrheit hast, kriegst du plötzlich alle Wahlmänner und Wahlfrauen. Und wenn es so knapp wird, dann reichen kleine Gruppen. Und manchmal handeln Menschen eben nicht rational. Also ich habe dort mit Leuten gesprochen und habe gesagt, ich verstehe, ihr seid wütend auf die Unterstützung der Biden-Administration für Israel. Verstehe ich, dass ihr da wütend seid. Und jetzt wollt ihr nicht mehr zur Wahl gehen und dann würde im Ergebnis Donald Trump gewählt werden. Und für das Thema, was euch so interessiert, ist Donald Trump exakt der falsche Mann. Genau. Er hat die Botschaft nach Jerusalem verlagert, er hat die Golanhöhen, die völkerrechtlich zu Syrien gehören, anerkannt, er hat die Westsahara Marokko zugeschlagen. Der würde den Palästinenserinnen und Palästinensern kein Stück helfen. Aber die Leute sagen, naja, wir sehen, was jetzt passiert und deswegen können wir Joe Biden nicht wählen. Ja, und es gibt ja auch keinen Widerspruch von Biden beispielsweise zu diesen wahnsinnigen Rechtsextremen in der Netanyahu-Regierung, die von ethnischen Säuberungen träumen, etc. pp., was ja auch an dieser Stelle mal klar gesagt werden muss, dass das völlig inakzeptabel und irre ist und dass man da schon erwarten kann, dass auch ein US-Präsident mit seinem Einfluss, den er dort hat, das geltend machen kann. Weil so kann das ja auf keinen Fall weitergehen. Also erstmal, die US-Regierung ist im Vergleich zur deutschen Regierung viel klarer. Mhm. Wie gesagt, ich verstehe, wir haben hier in Deutschland einen anderen Diskurs wegen der Geschichte. Also es gibt schon Kritik, die wird auch geäußert. Nur sagen linke Abgeordnete wie Bernie Sanders völlig zu Recht, es ist ja schön, dass er das kritisch anspricht, Tony Blinken und Joe Biden. Nur wir liefern hier konditionslos Militärhilfen an das Land, das gerade diesen Krieg führt. Und das führt schon zu Kritik. Weil du das ansprichst hier, ich muss eine Frage ansprechen, die in den USA eine Rolle spielt. Also du bist ein berühmter Mann und wirst auch in den USA. Unendlich berühmt. Wirst auch in den USA. Weltweit. Wurdest du kritisch beleuchtet? Also es gab ja von dir hier eine Anfrage an die Außenministerin bezüglich der Grenzöffnung Rafah, wo jetzt leider gerade eine schlimme neue Eskalation des Krieges droht, nach Ägypten. Und ja, ich wollte mal hier an der Stelle fragen, was da dein Hintergrund war. Das kann ich dir sagen. Das ist ganz klar. Meine Position ist ganz klar, dass ich finde, dass natürlich Ägypten die Grenze öffnen muss, damit alle Leute, die vor diesem Krieg, vor diesem Wahnsinn, vor dem Sterben fliehen, rauskommen, in Sicherheit kommen. Dasselbe gilt aber genauso für Israel logischerweise, die genauso die Grenze dicht machen, was ich beides für völlig inakzeptabel halte. Und diese Frage entstand, ich glaube, 2 oder 3 Tage vorher wurde sie beantwortet vom Außenminister.
trotzdem beantwortet, kann man nicht gerade sagen, aber gab es eine formale Antwort. Und ich glaube, kurz vorher hatten wir dann die Situation, dass also der rechtsextreme Teil in der Netanjahu-Regierung, es waren sie, glaube ich, sogar Minister, also von ethnischen Säuberungen und anderem schwadroniert hatten. Das ist der Zusammenhang da gewesen. Also es gilt für Israel und Ägypten, dass ich finde, und das muss eine linke Position sein, offene Grenzen für Menschen in Not. Absolut. Und wenn irgendjemand in Not ist, dann ja nun wirklich die Zivilisten und Zivilisten im Gazastreifen. Absolut. Das ist ja, ich kenne das auch, wenn ich auf Treffen der europäischen Linken war, dass ganz viele Linke auch in unseren Diskurs zu Israel gar nicht nachvollziehen können, weil sie logischerweise diese Geschichte nicht haben. So, und das ist doch sicherlich, denke ich, auch ein Stück weit auch Aufgabe der Stiftung, sozusagen auch ein bisschen zu versuchen zu erklären, warum der Diskurs hier so ist, wie er ist. Absolut. Also ich sehe mich da auch als Mittler, so als Übersetzer, wie ich das vorhin beschrieben habe. Erstmal muss ich dazu sagen, es ist unheimlich schmerzhaft zu sehen, dass meine politischen Freunde hier und meine politischen Freunde dort, wenn es zum Thema Nahostkonflikt kommt, manchmal auf völlig unterschiedlichen Planeten leben und sich auch nicht verstehen. Und das mündet dann in einem Anschreien. Und da sage ich meine Rolle, ich habe natürlich meine Meinung, aber ich bin dort nicht als Politiker. Ich bin dort als Leiter des Büros und ich möchte verstehen, was treibt die Linke in den USA an? Warum sind sie so? Was sind deren Hintergründe? Was sind deren Ziele? Und vermittle das hierher nach Deutschland. Da kann man dann trotzdem einer anderen Meinung sein. Das ist okay. Aber man weiß, wie kam es zustande, warum. Und das Gleiche gilt auch umgekehrt. Ich sage eben auch meinen amerikanischen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, dass aus guten Gründen der Diskurs in Deutschland ein anderer ist. Dass wir halt über BDS, was meinetwegen in einigen Ländern ein probates Kampfmittel sein kann, bei uns aber mit Blick auf die deutsche Geschichte, auf die Reichskristallnacht und so weiter, bei uns kein geeignetes Mittel ist. So, und das zu übersetzen, das zu erklären, in dem Sinne auch den transatlantischen linken Diskurs zu erleichtern und an manchen Punkten auch wieder zu ermöglichen, das versuche ich schon. Und daran kann man ja auch erkennen, wie wichtig eigentlich so eine linke politische Stiftung wie die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist. Wir haben natürlich aufgrund der schwachen Wahlergebnisse der Linken da auch also wirklich Probleme. Ja. Aber gerade das ist ja mal was ganz Konkretes, wie wichtig die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist, um solche Diskurse in der internationalen Linken zu moderieren, zu erklären und auch Räume zu schaffen, wo du normal miteinander reden kannst, ohne dir die Birne einzuschlagen, wie das ja bei Linken manchmal auch der Fall ist, ja. Genau, unser früherer Parteivorsitzender Lothar Bisky hat ja immer das schöne Zitat gebracht von den Beulen am Helm im politischen Kampf, die oft nicht vom politischen Gegner kommen, sondern von den eigenen Genossen. Von den eigenen Leuten. Und ich darf den Geheimnis verraten, das ist auch in der US-Linken der Fall. Also die Kämpfe werden besonders heftig miteinander und untereinander geführt. Ich bin nicht dort, um das zu ändern, aber Erfahrungen zu teilen. Man muss ja nicht jeden Fehler weltweit nochmal machen. Das sehe ich schon als meine Aufgabe. Ich will nochmal abschließend dazu kommen, nochmal zu Joe Biden, zu deiner Einschätzung der Aussichten. Wie werden die Wahlen ausgehen? Und du hattest vor kurzem in den Blättern einen interessanten Artikel. Es gibt ja eigentlich, und ich glaube, dass ja so ein Stück weit hast du das ja auch eingefordert, dass wir Linken uns da auch korrigieren müssen. Also es gibt ja die Auffassung, und ich halte die in der Grundlage weiterhin für richtig, dass du die ökonomischen Grundlagen als Staat schaffen musst, halt investieren, der Mittelschicht die Angst vor dem Absturz zu nehmen. Ne? Also es ist die Ökonomie. Ne? Die zentrale Frage, du hast das eben in einem anderen Teil unseres Gesprächs ja auch nochmal beschrieben, dass das ein bisschen zu sehr in den Hintergrund ging. Aber offenbar reicht das ja nicht. Du kannst in den USA diese Milliardeninvestitionsprogramme machen, du kannst die Straßen sanieren, die Eisenbahn sanieren, etc., etc. Du kannst diese unfassbaren Studienkredite, diese Überschuldung von Studenten angehen. Das kannst du alles machen, aber es reicht nicht, um sozusagen klar durchzusegeln, also jetzt von Joe Biden und den Demokraten. Das heißt, es fehlt irgendetwas. Mhm. Und unsere linke Analyse, die, glaube ich, in der Grundlage stimmt, aber ist offenbar nicht ausreichend. Also du brauchst ja noch irgendwas anderes. Was würdest du da sagen? Was ist da die Linie? Wie könnte das erfolgreich sein? Womit müsste man das paaren? Die Herausforderung ist, dass es gibt ein paar Unterschiede zu den Wahlkämpfen bei uns. Also das eine ist, in den USA ist
wahnsinnig viel Geld in den Wahlkämpfen. Es gab 2010 ein Urteil des Obersten Gerichtshofs mit der knappen Mehrheit der von den Republikanern ernannten Richterinnen und Richter, die gesagt haben, du darfst so viel Geld in einen politischen Kampf stecken, wie du willst, ohne jede Obergrenze. Und pro Kopf gerechnet geben die USA 40 Mal so viel wie wir für Wahlkämpfe aus. Und es sind Milliardensummen, das ist unvorstellbar. Und deswegen findet dort auch eine gewisse Form von Korruption statt, die auch bei den Republikanern stattfindet, aber auch bei den Demokraten. Ein Kampf von Interessensgruppen und Unternehmen, und dagegen vorzugehen, ist wahnsinnig schwer. Zweiter Punkt. Das ist hier aber ganz kurz in abgespeckter Form natürlich die Parteispenden. Nicht so offensichtlich, ja, sondern subkutan und nicht ganz so vulgär. Und wir haben andere Obergrenzen und Transparenzregeln. Ne? Und natürlich, unsere gute Partei nimmt keine Parteispenden an. Das ist toll. Deswegen sind wir auch Linke. Bei den Demokraten gibt es auch linke Abgeordnete, die das machen. Die sagen, wir leben nur von Kleinspenden. Mhm. Wir nehmen keine Spenden von Interessensgruppen an. Das ist gut. Aber die Demokratische Partei an sich ist davon weit entfernt, von den Republikanern gar nicht zu reden. Das ist krass. Und dann ist dort die Medienlandschaft nochmal ganz anders. Also hier, selbst wenn wir aus linker Sicht auch Kritik haben am öffentlich-rechtlichen Fernsehen, es ist schon eine feine Sache. Sowas gibt es dort überhaupt nicht. Es gibt kein öffentlich-rechtliches Fernsehen. Es gibt dort rechte Sender, der bekannteste ist Fox News. Mhm. Die Menschen, die sich darüber informieren, und das sind viele, leben auf einem anderen Planeten als Menschen, die New York Times lesen. Ja. Das heißt, man kann sich nicht mal mehr einigen, was ist eigentlich gerade das Problem, um das wir uns streiten. Für die einen ist es das eine und für die anderen ist es das andere. Aber das gibt's ja in abgeschwächter Form mittlerweile in Deutschland ja auch. Wir bewegen uns leider in diese Richtung. Genau. Wenn du mich fragst, wie man Sachen ändern kann, da sind die Hebel. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, dagegen vorzugehen, aber da sind die Hebel. Man kann das nicht zulassen. Also es gibt Leute, die sagen, unser größtes Problem ist der Klimawandel. Und es gibt andere Leute, die sagen, unser größtes Problem ist eine Invasion, die über die mexikanische Grenze in die USA einfällt. Und das kriegst du nicht zusammen. Insofern, leider ist es offen. Also der Kampf ist offen. Es gibt schöne Erfolge. Es gab auch gerade jetzt wieder einen Erfolg. Da wurde ein Sitz wieder zurückerobert von den Demokraten. Es gibt auch, was wir kaum wahrnehmen, viele Referenden. Es gab gerade ein Referendum in einer kleinen Stadt in Washington State, die einen 20-Dollar-Mindestlohn durchgesetzt haben. Alles das sind Entwicklungen, die sind gut. Das Land ist halt sehr divers, sehr heterogen, also Gott sei Dank ist auch unsere Partei nicht mehr auf dem Trip, dass wir sagen, wir gucken uns die USA insgesamt an und ziehen Strich drunter und sagen böse, ja, sondern da gibt's etwas unterkomplex. So, es gibt halt dort furchtbare Menschen, rechtsradikale Idioten und Kapitalisten, aber es gibt eben auch Linke und Sozialisten und tolle Bewegungen und gute Gewerkschaften. Und die in Teilen ja auch zurzeit deutlich erfolgreicher sind als die Linke in Deutschland. Damit mache ich die Linke kleingeschrieben, also die gesamte Linke. Ja. Also wenn du dir nur die Arbeitskämpfe anguckst, das ist ja schon Wahnsinn. Wenn du dir auch den Einfluss der demokratischen Sozialisten auf die Programmatik der Demokraten. Ja. Das wäre noch unter Obama undenkbar gewesen. Also das sind ja schon Erfolge. Und bei jedem Erfolg, den die Rechten erzielen, gibt es auch wieder eine Gegenbewegung. Und da will ich noch ein letztes Beispiel bringen, was vielleicht sogar wahlkampfentscheidend sein kann. Die Rechten haben ja in der Zeit nach Ronald Reagan das Thema Abtreibung zu ihrem Kulturkampfthema gemacht. Früher war das in den USA bei den Demokraten und bei den Republikanern, gab es gleichermaßen für und wider. Dann haben die Republikaner gesagt, das wird jetzt unser Thema auf ihrem Weg hin zur christlich-evangelikalen rechten Richtung. Und haben dann in Bundesstaat für Bundesstaat Regelungen versucht einzuführen, die aber immer gestoppt wurden durch ein Gerichtsurteil des Supreme Courts, der allen Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch machen wollten in den USA, das Recht darauf zusicherte. Und dieses Urteil ist gekippt worden. Und in dem Moment, wo dieses Urteil gekippt ist, hat ein Bundesstaat nach dem anderen, die in republikanischer Hand waren, ihr Schwangerschaftsabbruchrecht auf brutale Art und Weise verschärft. Es gibt furchtbare Geschichten von jungen Mädchen, die vergewaltigt wurden und keine Abtreibung bekommen in dem Bundesstaat, und Menschen, die mit ihrem Leben bezahlen, weil sie keine vernünftige Abtreibung bekommen. Und die Gegenbewegung ist, dass jetzt selbst in republikanisch regierten Bundesstaaten Volksentscheide durchgeführt werden, wo das Recht auf Abtreibung in deren Staatsverfassung geschrieben wird. Und man konnte sehen, dass die Republikaner schon bei den Midterm-Elections, aber auch bei weiteren Entscheidungen danach, bei diesem Thema richtig federn lassen. Das heißt, es gibt Punkte,
wo ich Hoffnung habe, dass es auch eine Gegenbewegung gegen die Republikaner gibt, einen einfachen Durchmarsch für diese christliche Rechte mit Trump an der Spitze, wird es Gott sei Dank nicht geben. Na gut, Stefan, viele Themen. Persönlich finde ich es sehr schade, dass du übermorgen über den Atlantik fliegst, aber du kommst im Juni ja wieder und wirst viel berichten über die Frage. Für die Stiftung eine gute Entscheidung, für mich persönlich eine bedauernswerte Entscheidung. Aber wir bleiben ja auch in Kontakt. Das geht ja heutzutage, ist alles. Und der nächste Podcast kommt, wenn wir eine neue Idee haben und Bock haben. In diesem Sinne, alles Gute.